Einen wunderschönen, da bin ich wieder. Hallo, grüß euch. Folge 8 ist am Start und ja, ich stehe immer noch vor dem Hansehaus, dessen Bau dummerweise durch nicht ausreichende Lehmbevorratung meinerseits jetzt schon wieder pausieren muss. Aber ich denke mir, es ist auch nicht unbedingt so spannend für euch, wenn ich jetzt schon wieder eine Lehmtour mache. Also gucke ich erstmal, was uns hier unter diesem Felsen für Überraschungen erwarten könnten. Aber ich glaube, wir müssen gleich schon wieder schlafen gehen. Ich habe ein bisschen getrödelt den ganzen Tag und jetzt ist schon wieder gleich dunkel. Und da seht mal. Haha. Nee, doch nicht. Eine kleine Höhle. Und nur eine ganz, ganz kleine. Hier ist Erde drunter. Unsere Erde, ist sie nicht schön? Und war hier nicht auf? Ha. Ja, ein Block noch, ihr wisst doch. Schaufel in die Hand und erstmal die Erde aus dem Weg geschafft. Finden wir da noch mehr Erde und Kies. Ja, nee, das ist leider auch nicht so spannend, wie ich es jetzt erhofft habe. Tja, Freunde, was machen wir da? Eigentlich brauche ich Lehm. Ich meine, ich könnte jetzt auch mit den Holzbauten schon mal anfangen oder so. Oder da oben mit dem... Ja, mit dem Vor. Nein, eigentlich will ich mich den Sachen lieber komplett widmen. Aber wir haben ja noch... Ich meine, wenn ich sowieso in den Sumpf muss, um noch ein bisschen Lehm zu holen, wir haben ja noch diese eine Mine, diese eine Höhle. Und die möchte ja auch erforscht werden. Vernünftig. Und nicht nur so ansatzweise, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe. Das wäre natürlich noch eine spannende Möglichkeit. Und jetzt, komme ich hier gerade nicht mehr raus. Hilfe! Ich bin ein Barbar, holt mich hier raus! Schon irgendwelche Monster hier in der Gegend? Die Musik schweigt? Und die Monster auch? Nein, sieht gut aus. Mit der Mondfahrermelodie ab ins Bett. Ah, hahaha. Wisst ihr was? Es nützt ja nichts. Ohne Lehm komme ich hier nicht weiter. Das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen, bevor ich diesen Bau beginne. Aber jetzt ist es zu spät. Können noch mal ein bisschen Fackeln nachbauen. Hier haben wir noch Stickies. Stickies. Und ein Boot klöppeln. Und dann gucken wir uns diese Mine mal ein bisschen näher an. Und was wir zwischendurch an Lehm finden, das nehmen wir natürlich mit. So. So. Warum ein Eimer? Weil ist immer gut mit Lava und so. Zack. Mein Atmungshelm wieder auf. Ich weiß ja nie, ich kann so schlecht schwimmen. Und zack. Ach kommt Leute, ich habe euch doch von diesem Flussdelta erzählt. Ich kann natürlich auch mal ein bisschen durch den Canyon fahren hier. Ich bin auch so aufgeregt, das ist noch alles so neu und ich möchte so gerne hier alles vorstellen und präsentieren. Es ist auf jeden Fall herausforderndes Bootfahren. Und guck mal, diese ganzen Felsformationen hier hinten, ich bin hier schon mal lang gefahren und hab schon so gedacht, das sieht teilweise auch das da hinten, als ob da mal ein Gebäude gestanden hat, was jetzt Ruinen sind. Und wenn ich das
Hier, Leben. Wenn ich dazu, und vor allem das da, guckt euch das mal an. Das ist doch, das kann doch nicht natürlichen Ursprungs sein. Und teilweise schweben da hinten sogar Erdblöcke. Und das Ding ist, dass ich mit Zeron ja schon länger an den Mysterien dieser Welt forsche. Und nun hat er ja bei dem lieben Nico B. im Sägewerk, hat er ja diese Überbleibsel der Elfen gefunden. Und da ist die Frage, ob das hier hinten vielleicht nicht auch Überreste der elfischen Zivilisation sein können. Denn wie viele hier gar nicht wissen, bevor wir normalen Menschen herkamen, lebten, so sagen es die Legenden, zumindest auch bei den alten Göttern, lebten die Hochelfen hier. Und das war ein sehr mächtiges magisches Volk. Und irgendwann sind sie einfach von der Welt verschwunden. Und niemand weiß so richtig, warum. Vielleicht habt ihr irgendwelche Theorien, was die gemacht haben könnten, dass sie... Aber ne, man findet jetzt nur noch, wenn man Glück hat, so etwas wie diese elfische Quelle, diesen Zauberbrunnen da unter dem Sägewerkswald, aber ansonsten Fehlanzeige. Und für so ein mächtiges Volk ist das doch schon, irgendwie seltsam. Tja. Na? Irgendwie lösen sich... Ich weiß nicht, manchmal... Das könnten auch Zeichen der magischen Kräfte sein, der magischen Energien, die hier noch am Wirken sind. Denn teilweise lösen sich die Blöcke gar nicht so richtig auf. Und dann wundere ich mich immer und frage mich, was passiert hier. Ähnliches Phänomen wie zu Halloween, als wir nach Bocksprung gefahren sind und ich mein Boot nicht mehr betreten konnte. Und als ich das aus Zerons Augen gesehen habe, da war das wieder ganz anders. Da war mein Boot wirklich an einer anderen Stelle. Also da bin ich wirklich von Illusionen genarrt worden. Und vielleicht sind doch das alles Überbleibsel dieser fremden alten Zivilisation. Das gleiche habe ich mir schon gedacht, könnte ja auch der Grund für diese Endfestungen oder diese Endertore sein. Denn mit den ganzen Büchern, die da auch sind, also welches Volk mag schon so viel Wissen zusammengetragen haben. Ich kann aus sicheren Quellen bestätigen, wir Barbaren sind es nicht. Und, also von Hunsgrab weiß ich, hier guckt mal, von Hunsgrab weiß ich auch, dass die nicht gerade über eine riesige Bibliothek verfügen. Entschuldigung, Zeron. Es ist aber nun mal so. Aber hier guckt mal, das ist doch alles, oder? Wenn diese Formationen sieht und selbst der Blocksberg, auf dem meine Burg gebaut ist, oder beziehungsweise die Burg. Nicht, die ist daneben, aber selbst der Blocksberg hat diese Formen und ich bin mal gespannt, was ich da noch alles, wenn ich ihn ausbaue, in seinem Inneren finde. Ob ich da noch irgendwas finde. Wer weiß, vielleicht sind da ja auch irgendwelche alten Städte drin gewesen schon. Würde mir natürlich den Bau erleichtern, weil dann brauche ich nicht so viel Graben. Peinliche Stille geht weiter. Nee, ich musste gerade ein bisschen schniefen. Ich hab's doch, wie gesagt, immer noch so ein bisschen mit den Nös. Also Hansehaus oder nicht, aber ich glaube, dann die nächste Aufnahme machen wir dann erstmal was ganz anderes, damit ihr nicht noch irgendwie so ein Lehmkoller hier von mir bekommt. Heute denke ich mal, werde ich so... Wir sind jetzt die zweite von... Ich denke mal drei Folgen, die wir dann haben werden. Vielleicht sogar vier, mal gucken. Aber ich will ja auch nicht zu weit vorgreifen, damit ihr auch immer entsprechend reagieren könnt. Außerdem ist das mit dem Rendern und dem Zusammenschneiden noch ein Bärenaufwand. Das muss ich nochmal irgendwie... Ich übe noch.
Deswegen auch wunderbar. Ich finde das toll, wenn solche Sachen kommen wie die Musik ist zu laut und so. Weil nur so kann ich es lernen. Ich kenne mich zwar mit Musiksoftware aus, aber nicht mit Videosoftware. Und das ist echt noch Neuland für mich, aber ich arbeite mich rein. Auch hier die Devise von Rollera R. Einfach drauf los. Oh, guck mal das. Ist das eine Höhle? Nee, das fehlt nur Stein. Ich hätte vielleicht auch so eine Lehmaktion vorher machen sollen, aber das Problem ist, ich hätte mich natürlich auch von der Lehmkönig-Aktion einfach bedienen können, aber das Problem ist, die Buchführung in den Lagern von Hunsgrab, das habe ich schon rausgefunden, ist ziemlich gut, ist ziemlich präzise. Das fällt auf, wenn da plötzlich der ganze Lehm fehlt. Naja, ich hätte ja ein, zwei Bröckchen hätte ich auch da gelassen, sonst nicht. Ach, naja. Oh. Und hier ist jetzt aber doch ein unterirdischer Raum. Mal kurz einen Blick riskieren. Müssen wir eh, da ist Lehm runtergeplopst. Es geht aber nicht sehr weit, okay. Ist nur so eine kleine Mini-Lagune. Lagune ist übrigens ein Stichwort. Der gute Bürgermeister von Hunsgrab wollte ja neulich Urlaub machen und ist dann losgestiefelt und hat überhaupt kein Urlaubsparadies vorgefunden. Und ich habe auch die gleiche Werbung gekriegt und habe da auch schon drüber nachgedacht und habe mich dann mal erkundigt. Und wie es scheint, ist der Veranstalter kurz nachdem er diese Ankündigung gemacht hat, auch gleich wieder pleite gegangen. Aber die Idee finde ich eigentlich gar nicht schlecht, so ein Urlaubsparadies. Irgendwo hinter dem Sägewerk muss also irgendwie so eine schöne Bucht sein oder eine Lagune sein. Und das wäre eigentlich, wenn es kein anderer macht, nehmen wir es halt selbst in die Hand, oder? Das könnte man natürlich auch mal ein kleines Urlaubsparadies errichten. Oder vielleicht sogar zusammen mit dem Bürgermeister irgendwie eine Together, wie ich perfekt genanntem Englisch immer so zu sagen pflege. Eine Together-Aktion zu machen. Together mit H. Und das zu erbauen, das wäre mal eine nette Abwechslung auf jeden Fall zum Alltag hier. Aber ich glaube, vorher muss erstmal die Mauer hier entstanden sein, rundherum, dass nichts passiert, während wir weg sind. Apropos Dinge, die passieren, wenn man weg ist. Es wird dann dunkel. Und seht! Auf eine Phase voller Licht und Helligkeit wird eine Phase der Dunkelheit folgen. Und ihr werdet alle müde sein und schlafen. Und es wird Nacht genannt. Sprach Birgi, das Orakel von Kalkloch. Ach, schatatatatata. Warum nur habe ich mein Bett nicht mitgenommen? Aber das Problem ist auch, bis zurück schaffe ich es jetzt nicht. Und dann wieder hierher zurück und dann finde ich die Stelle nicht wieder. Und da war so viel Lehm. Aber hier, guckt mal diese seltsamen... Ha. Sorry, Leute. Ich muss den jetzt noch mitnehmen, weil sonst den finde ich nie wieder. Und das ist eine Menge. Und dann bringe ich den erstmal zurück. Und während das dann brennt, machen wir einfach mal eine kleine Minentour. Mal schauen, diese Folge werde ich wahrscheinlich so dies und das nennen oder so, weil irgendwie ich erzähle über einiges, was so ansteht, aber so richtig was Besonderes passiert auch nicht. Aber es muss auch mal sein. Das gehört ja zu Minecraft dazu, dass man einmal die aufregenden Abenteuer hat, aber eben auch den Arbeitsalltag. Das ist halt wirklich teilweise wie arbeiten gehen. Nur schön. Jetzt kann ich mich über meine Arbeit nicht beschweren, die macht auch Spaß, aber Minecraft spielen macht mehr Spaß. Werde ich nur nicht für bezahlt. Dumme Sache eigentlich. Gronkh nochmal. Was muss ich denn nur tun, damit ich dafür bezahlt werde?
Das, habt ihr euch jetzt gewundert, was ich damit meine, ne? Das ist ein barbarischer Kraftausdruck. Das beschreibt einen, haarigen Ork-Häuptling. Und der war ein, sehr tapferer Ork und ein sehr erbitterter Gegner des Barbarenvolkes. Und deswegen, wenn wir irgendwas haben, woran wir verzweifeln, dann sagen wir, Gronkh nochmal! Ähnlichkeit mit real existierenden Personen selbstverständlich komplett ausgeschlossen und wenn es da überhaupt jemanden geben sollte, dann bitte ich hier für Entschuldigung, das war natürlich nur ein Spaß. So, ach nee, da unten ist doch noch welche. Verzeihung. Ich beeil mich. Aber ich denke mal, jetzt werden wir da auf jeden Fall nicht mehr völlig heile nach Hause kommen. Da würden doch bestimmt die ein oder anderen Monster schon wieder rumlaufen. Und wieder zurück. Ja, so. Okay. Also, jetzt aber wirklich. Irgendwie muss ich jetzt wieder zurückfinden. Das hier war eine sehr ergiebige Quelle, muss ich mal sagen. Gefällt mir. Mein Boot habe ich da hinten irgendwo zurückgelassen und ja, das werde ich irgendwann mal wieder anfinden. Wenn sich's findet. Oh, hier, guckt mal. Wie ein Tor. Wie ein großes Nether-Tor oder ähnliches. Nur eben nicht aus Obsidian, sondern aus normalem Felsen. Aber fast exakt geschnitten. Wer weiß, was passiert, wenn man da diesen Felsen wieder einsetzt oder so. In was für Dimensionen man dann geschleudert wird. Das probiere ich lieber nicht aus. Jedenfalls nicht jetzt. Huch. Ach so, du bist es, Kuh. Na dann, mach mal weiter. Viel Erfolg. Ich denke, in die Richtung zurück. Oh, seht den Mond. Den Sternenhimmel. Und ich dachte eben schon, da schält sich ein Enderman aus der Dunkelheit. Aber das war tatsächlich nur mein Berg. Mein Berg. Hier, guckt euch das an. Schwebende Blöcke. Und ich sehe nicht, dass hier irgendwo ein UFO abgestürzt ist mit so einer Antigravitationseinheit. Oder wie er das genannt hat, der UFO-Mann. Das kann nur Magie sein. Das hier müssen altelfische Ruinen sein. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Das entspricht doch überhaupt nicht der physikalistischen Weltenordnung. Oder wie das heißt. Ich hätte ein bisschen misstrauisch, warum keine Monster unterwegs? Vielleicht werden auch die von der Magie ferngehalten. So, und jetzt bin ich irgendwie total falsch. Aber interessant, hier hinten sind Nadelwälder, ist gut zu wissen. Aber keine Monster, das ist schon... Vielleicht sind hier so starke magische Energien, dass sich die Monster gar nicht hierher trauen. Irgendwie kribbelt es mir auch schon so ein bisschen. Nicht, dass ich wieder ein Ohr verliere. Ah. Ich könnte ja... Ja, das mache ich auch lieber mal. Wo ist er denn? Burghexenwacht. Da, in die Richtung.
Oh, 500. 500 Meter habe ich mich jetzt schon. Halali, das habe ich gar nicht gemerkt, dass ich so weit schon weg bin. Ja, okay, die Folge müsste jetzt zwar eigentlich schon vorbei sein, aber zumindest nach Hause laufen wir noch und dann geht dann die nächste Folge am nächsten Tag weiter. Ah, fast geschafft. Aber da ich kein italienischer Klempner bin, sondern nur ein nordischer Barbar, ist meine Sprungkraft nicht ganz so extrem. Ah, Hüngerchen, ja. Immer noch keine Monster. Irgendwie ist gerade nicht Saison wahrscheinlich. Oder es sind so viele Kühe hier, dass die Monster gar keinen Platz haben zu spawnen. Autsch. Und wenn das nicht ein Bäuerchen war. Das Licht ist ein sicheres, untrügliches Zeichen dafür, dass ich hier schon mal war. Und hier haben wir nämlich einen der Gänge, die ich in den Fels getrieben habe. Genau. Der schwarze Tunnel endet hier. Ach, ja, okay. Treppenhaus, da. Gut, die Steine muss ich jetzt hier wieder rein. Wenn ich den könnte, müsste ich die Steine wieder reinsetzen. So, einfach mal die Erde loswerden. Nein, arg. So. Und schon wieder unten. Die Sonne geht auf, da lohnt sich das. Autsch! Knöchel brechen ja gar nicht mehr. Ins Bett gehen, wollte ich sagen. Ich mach's trotzdem mal, gucken, ob es noch geht. Ha, es geht noch. Also, gute Nacht und bis morgen, liebe Freunde. Tschüss.